Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Vasel-Map vom Landwirtschaftssimulator 2017. Und wir sind doch nach einem kurzen Exkurs auf meine Sosnowska-Map wieder auf der Vasel-Map. Ja, ich habe einfach... ich weiß auch nicht so recht. Auf jeden Fall bleiben wir noch ein bisschen auf der Vasel-Map. Und einfach weil die Map bei euch gut ankommt. Und wenn ihr das sehen wollt, dann werde ich hier natürlich auch weitermachen. Wir müssen jetzt mal wieder unser Equipment alles ein bisschen sammeln und einen Plan machen, was wir als nächstes tun. Weil im Moment habe ich keine Ahnung, wo was an Equipment rumsteht. Deshalb müssen wir erstmal uns wieder einen Überblick verschaffen. Und das machen wir so. Hier steht ein Düngestreuer. Okay, die 19, 17 und 30 müssen wir düngen. Hier steht der Mähdrescher. Hier steht das Teil. Da könnten wir gerade mal gucken, ob wir hier sauber machen müssen. Lohnt sich immer, bei den Schafen vorbeizuschauen. Was ich übrigens letzt gesehen habe, ist, dass hier Wolle steht. Und da hinten auch. Hier. Warum das allerdings so ist, weiß ich nicht. Ob ich das mal einfach weggestellt habe, könnte sein. Außerdem sollten wir mal gucken, ob die Schafe Wasser brauchen. Ne, die haben noch alles genug. Dann können wir uns um den Mähdrescher kümmern. So, aufgeräumt haben wir. Mähdrescher und Mähwerk sind wieder im Stall. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen gewesen, ob wir schon gewisse Sachen für die Ballen gekauft haben. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Ballenladewagen haben. Muss ich gerade mal durchschauen. Doch, hier. Ist nur die Frage, wo der steht. Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. Den haben wir am Masai dran. Oder am Case. Da hinten steht er. Hier. Am Case. So, dann fahren wir mit dem hier mal gerade rüber zum anderen Feld. Dass wir hier auch noch was Produktives tun.
und starten mal einfach die Düngung. Oh. Hierzu werden wir einfach einen Helfer mal wieder benutzen, damit es ein bisschen schneller geht. Beziehungsweise, dass wir parallel arbeiten. So. Ich hoffe mal, der arbeitet gut. Dann haben wir nämlich Zeit gewonnen. Und wir nehmen den Fast Truck, weil er eben fast ist. Also geht einfach schneller. Und dann gehen wir mal einfach die Ballen aufsammeln, weil die brauchen wir jetzt gleich dann auch bei den Schafen. Die Schafe haben nämlich nichts mehr zu essen. Oh. Total an der Mauer hängen geblieben. Ja, Flatbed Trailer kennt ihr vielleicht. Mit der URL-Funktion. Sehr praktisch. Wir laden die hier ab. Und die anderen, sonst fahren wir jetzt hin und her und das, darauf habe ich keine Lust. Das wäre auch unproduktiv. Deshalb gucken wir mal, dass wir die ziemlich gut hier dran kriegen. So, probieren wir mal. Perfekt eigentlich. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, welche Straße führt zu den Schafen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Können wir so machen. Jawollo. So, das eine Feld wird ja schon gedüngt. Da hatten wir eigentlich den Plan, dass wir da Gras drauf säen. Werde ich aber, denke ich, dieses Mal noch nicht machen, sondern erst nächste oder übernächste Aussaat. Weil noch können wir da eigentlich ohne Pflügen Gewinn draus schlagen. Ich möchte ja dieses Feld einfach nicht mehr pflügen, deshalb habe ich gesagt, mache ich da Gras drauf auf die 17. Und daran will ich auch festhalten. Gerade mal gucken auf der Map, ob wir da einen einfacheren Weg zu den Schafen nachher haben. Oh, die Minimap ist ja aus.
Auf der Minimap ist hier noch ein Weg eingezeichnet, der stimmt gar nicht. So. Ich werde jetzt die Ballen einfach mal hier hin platzieren. Oder soll ich sie sogar auf dem Anhänger drauf lassen? Könnte man eigentlich auch machen. Lassen wir mal da drauf. Und dann fahre ich noch schnell zum Händler, um zu schauen, ob der noch offen hat. Oh, Fußgänger. Hallo, oh, scheiße, hey. Da war ein Fußgänger. Aber die Ampel war rot für ihn. Ich hatte noch grün. So, Minimap, einmal geradeaus. Passt. Aber ich glaube, der Händler macht um 6 zu. Wäre ein bisschen schade. Was wir auf jeden Fall in dieser Folge dann geschafft haben, ist, die Schafe zu versorgen. Zumindest mit Nahrungsmitteln. Manchmal sind die Autos hier einfach nur bescheuert. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell. Egal. Polizei ist gerade woanders. Hab keine Zeit. Ah, jetzt gibt er plötzlich Gas. Ist wie im echten Leben. In der Ortschaft langsam Gas geben. Na, guck, Händler hat schon zu. Ja. Das ist ein bisschen schade. Das 60.000 Liter passen hier rein. Aber ich möchte eigentlich nur den ganz normalen... Den hier. Der reicht nämlich uns erstmal. Habe ich davon schon einen? Nee. Ja, der steht jetzt natürlich drüben. Was brauchen wir denn noch? Ein Tieflader. Gönnen wir uns auch mal. Na, da hätte ich die Dolly mitnehmen müssen. Egal, wir haben ja sowieso Nacht, das heißt, wir können auch die Dolly dann gemütlich holen. Ja. Eieiei. Aber da können wir dann alles draufladen. Beziehungsweise wir machen eine andere Geschichte. Wir nehmen die Dolly und setzen die mal zurück.
Ja, dann müsste hier wieder irgendwo sein. Hä? Ach nee. das war ein Schuss in den Ofen. Weil die Dolly wird an unseren Hof zurückgesetzt. Und gar nicht an den Händler. Das war zu schnell. Also in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall unser Equipment wieder abholen. Und dann die Schafe vollends versorgen. Damit die nicht durstig und hungrig sind. Ich weiß nur noch nicht, wo ich überhaupt hier Wasser aufnehmen kann. Ich habe noch nichts gesehen, wo das geht. Das müssen wir uns mal informieren. Da gibt es bei uns am Hof einen Wasserturm. Erinnere ich mich gerade gar nicht. Können wir gleich mal schauen. Hier auf dem linken Platz wird nämlich das Zeug zurückgesetzt. Da hatte ich mir eigentlich ausgemalt, dass ich hier diverse Gebäude hinsetze. Das sollte ich dann wohl auch nochmal überdenken. Ja, hier steht nur Zeug drin vom zum Stroh und Heu machen. Da sind noch ein paar Ballen. Aller gut. Hey, im vorderen Bereich, da werde ich wohl schon Sachen platzieren können, aber hier hinten sollte ich aufpassen. Was ich auch gerne mal wissen möchte ist, wie viel PS hat der? 400. Okay, dann haben wir nächste Folge ein bisschen was zu tun. Müssen wir nämlich drei Anschaffungen machen. Und dann werden wir etwas Geld verdienen. Was es genau sein wird, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis dahin. Ciao.